Hallo und herzlich willkommen zum Mindful Biohacking Channel. Heute mit dem Video Yoga Nidra, die vergessene Yoga-Praxis. In dem Video werde ich dir erzählen, was ist Yoga Nidra, warum ist es die vergessene Yoga-Praxis, wie kannst du es lernen, was sind die Benefits von Yoga Nidra, und ich werde auch so noch ein bisschen dazu, ja, quatschen, wie meine Erfahrung damit ist, warum ich damit angefangen habe. Das sind die 5 bis 10 Minuten, je nachdem, was rauskommt, schauen wir mal. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir fangen an mit der Frage: Was ist Yoga Nidra? Du siehst hier im Hintergrund, ich verschiebe mich kurz, eine Person, die einfach nur da liegt. Und wahrscheinlich macht sie gerade Yoga Nidra. Das Tolle ist, Yoga Nidra macht man im Liegen, man bewegt sich nicht. Das heißt, Yoga wird ja normal immer mit sehr viel Körperübungen und Posen auseinandergesetzt. Doch eigentlich ist Yoga eine innere Praxis. Das heißt, es ist eine Schärfung deines Geistes, und die Körperübungen sollen dir nur dabei helfen, dass dein Geist schärfer wird. Und das bedeutet eigentlich Yoga, und Nidra bedeutet der Schlaf. Das heißt, es ist der yogische Schlaf. Man sagt von Yogis, also von wirklichen Yogis, dass sie nicht schlafen. Warum? Wie kann das überhaupt sein? Und das ist genau das. Sie schaffen es, dass sie achtsam sind, also bei Bewusstsein sind, und trotzdem in eine Tiefenentspannung kommen. Und diese beiden Zustände kann man in Yoga Nidra üben. Das heißt, es ist eine super Methode, um wach entspannt zu sein. Und wer möchte das nicht? Also ich mag das, deswegen liebe ich auch Yoga Nidra. Gut, warum Yoga Nidra? Ich habe schon ein bisschen darüber geredet. Falls du jetzt noch nicht überzeugt bist, Yoga Nidra ist sozusagen der Power Nap, der Power Nap. Also besser als ein Power Nap, weil bei diesem Dösen ist ja dein Bewusstsein nicht wirklich da. Das heißt, du kriegst das nicht mit. Und im Yoga Nidra übst du halt auch bewusst zu sein und deinen ganzen Körper wirklich zu spüren. Und nach so einer Yoga Nidra Session bin ich meistens am Nachmittag oder so, gibt mir das wieder mehr Energie, als würde ich dieses Bedürfnis nach Ruhe übergehen und einen Kaffee trinken, was ja in unserer Gesellschaft recht normal ist. Das heißt, es ist eine Art Powernap, nur ein bisschen besser genutzte Zeit, weil du damit auch gleichzeitig dein Bewusstsein trainierst. Und was du hier siehst, sind die 7 Phasen von Yoga Nidra. Also, du siehst sie nicht, es ist nur eine Frau, die da liegt, die werde ich dir erzählen. Das heißt, Yoga Nidra ist ein sehr strukturierter Prozess, den du auditiv wirst du durchgeführt. Das heißt, du hörst, wie dir jemand etwas erzählt, die Praxis des Yoga Nidras erzählst, und das besteht meistens aus diesen sieben Phasen. Je nachdem werden die unterschiedlich erzählt, aber es gibt diese Struktur, wo man sich ein bisschen durchhandeln kann. Nummer 1 ist die Einführung. Komm einmal an, spür deinen Körper, da wirst du in die Welt der Innenerfahrung hineingezogen. Nummer 2, ganz wichtig, ist das Sankalpa. Das ist sowas wie eine positive Absicht, die du setzt eine Intention für diese Praxis. Du kannst das vergleichen mit einer Affirmation oder einem positiven Glaubenssatz, den du in deinem Leben formulieren möchtest. Nummer 3 ist der Bodyscan, ein sehr detaillierter Bodyscan, wo du mit deinem Bewusstsein durch den ganzen Körper durchgehst, um danach in die Gegensatzpaare, also Phase 4, zu kommen. In dieser Phase lernst du Gefühle und Gegensätze in dir zu spüren, so wie heiß und kalt. Und das hilft dir, Gefühle zu differenzieren, aber auch um bestimmte Eigenschaften besser erkennen zu können. Danach geht es weiter mit Visualisierungsübungen Nummer 5. Das heißt, du stellst dir verschiedene Wolkenformationen oder Bäume vor. Das hilft deiner Kreativität, das hilft dir, innere Bilder zu erzeugen und auch nochmal bei dir anzukommen. Nummer 6 ist, du holst dir diesen Sankalpa, diesen Vorsatz nochmal her. Und dann, wenn du diesen Vorsatz hast und nochmal verinnerlicht hast, dann lässt du ihn wieder los und gehst in die 7. Phase über. Diese Phase ist
wieder zurückkommen. Das heißt, da spürst du dich dann wieder im Raum, wo du dich befindest, damit du wieder langsam in die echte Welt zurückkommst, also aus der Innenwelt wieder in die Außenwelt ka gehen kannst. Gut, jetzt bist du vielleicht so super, klingt interessant, wie kann ich das lernen? Ich habe dir unten in dem Video einen Link hineingegeben zu einer Playlist, wo mich gemeinsam, also ich habe das geschrieben und meine Partnerin hat es aufgenommen und da gehen wir diese verschiedenen Phasen durch und du kannst sie lernen. Das heißt, du in der ersten Meditation ist die erste Phase, dann die zweite Phase, damit du ein Gefühl dafür bekommst und das letzte Video ist eine ganze geführte Meditation. Genau, ich wünsche dir super viel Spaß dabei und zum Schluss, wie immer, bitte hier. Könntest du dir das nächste Video anschauen? Wenn du schon genug hast, dann kannst du vielleicht noch meinen Kanal hier oben abonnieren. Sonst hat es mich gefreut, dass du dabei warst und bis bald. Ciao.